Oh yeah, Elektroschrott. Mal wieder ein Mehlbacke-Video. Hatten wir zwar neulich erst, aber die mache ich am liebsten. Und man sagt mir, sie werden auch gerne von der Kundschaft genommen. Also von euch. Heute mal nicht nur mit Dank an den noblen Spender, einen gewissen Michael Kukert, den kennt ihr vielleicht aus Google Plus oder, ja, ich glaube, YouTube-Kommentare hat er mir auch schon gelassen, sondern auch mit Bitte um Verzeihung. Das Paket hier liegt nämlich schon seit 5 oder 6 Tagen bei mir rum. Bin einfach nicht dazu gekommen, es vorher aufzumachen, aber dafür mache ich es ja jetzt und sogar mit einer Anmoderation und nicht nur so hier. Ist ziemlich schwer und auf jeden Fall ist es schon mal ein Päckchen in der richtigen Größe, wo ich hinterher die Schachtel gut gebrauchen kann, um sowas wie Widerstände unterzubringen. Und irgendwie habe ich das komische Gefühl bei dem Herrn, der es hier gespendet hat, dass es nicht nur Wertstoffhofgrütze ist, sondern auch das ein oder andere ganz nette Teil. Schauen wir mal. Dann schreiten wir mal zur ersten Tat der Mehlbacke, nämlich zur Öffnung des Pakets. Wo geht das hier auf? Hier und hier. Ah, und hier auch noch. So. Und dann schauen wir doch gleich mal, wie sich das von innen macht. Alter Falter, als er von Elektrostreugut geredet hat, hat er das so gemeint. Na, dann wollen wir mal schauen, was das hier ist. Schön der Reihe nach. Also fangen wir mal hiermit an. Wir haben hier einen Motorola 68000er. Wie geil ist das denn? SN74 LS244, boah, 74000er Logik. 74, F240, F374. Da muss ich gleich mal schauen, was das alles ist. Aber ihr könnt einfach mal selber die Codes angucken und dann könnt ihr selber nachschauen, was das alles ist. Also da werde ich noch einige Zeit dran sortieren, glaube ich. Hier nochmal zum Gucken und selber recherchieren. Geiles Ding. Dann haben wir hier nochmal so ein Teil. Nochmal viel 74er Logik, also wirklich ohne Ende davon, verschiedenste Sachen, offensichtlich teilweise gebraucht, ausgelötet, macht aber nichts. Kann man alles irgendwie mal gebrauchen? Und ich glaube, sobald werde ich keine 74 LS244N kaufen müssen. Noch mehr davon. Ja, wie gesagt, die muss ich dann später mal sortieren und dann gucken, was es genau alles ist. Und boah, krass, da kann ich einen eigenen Gebrauchthandel mit aufmachen. Dann, was haben wir hier? Cherry steht drauf, kenne ich jetzt erstmal von Keyboards, sieht allerdings mehr aus wie, ja, schwer zu sagen, wie ein kleiner Loch. Cool, wie geil ist das denn? Das sind Schalter, so Dekadenzählerschalter. Das ist ja witzig. Da werde ich rausfinden müssen, wie um alles in der Welt man die wohl anspricht, aber ist ja ein cooles Ding. Zwei davon da. Die sind ja sehr amüsant. Ja, die kann man auch aneinander stecken. Haben die dann eine Mitnehmerfunktion? Nee. Aber sehr geil. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür. Dann, also okay, manche Chips sind dann doch eher so für den Müll, auch irgendwas mit 74, also bezeichnen wir mal als Füllstoff. Und ich habe für sowas ein ganz spezielles Aufbewahrungskonzept. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Also es sieht aus wie Dinge, die man als Kontakte irgendwo hinstecken und aha, da sind kleine Federn dran, die kann man aufmachen oder zu. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also ich, puh, man kann es wahrscheinlich hier unten, also man sieht ja, das sind so Haken. Ich habe so die Vermutung, dass man es vielleicht da reinklipsen kann. Ah ja, das geht. Dann wird hier ein Kontakt hergestellt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, nennen wir es mal eine primitive Variante eines Dip-Schalters ist oder sowas.
Michael, wenn du dazu vielleicht in den Kommentaren was sagen könntest, keine Ahnung, was das sein mag. Sind jedenfalls in verschiedenen Größen vorhanden hier im Paket. Dann, ja, hier sind noch so ein paar von den klassischen Mäuseklavieren. Das lässt mich vermuten, da es alles hier in derselben Ecke der Schachtel rumgammelte, dass das irgendwie zusammengehört. Ich hol mal noch mehr Schrott aus der Ecke. Schauen wir mal, was haben wir hier? Noch ein Dipschalter. Noch sowas von diesen komischen Hakendingern. Also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, das ist aber ein sehr, sehr, sehr schöner Dipschalter. Der ist hübsch mit der glänzenden Oberfläche. Den werde ich mir nochmal gerade biegen müssen. Der gefällt mir. Dann haben wir hier diverse Potis, würde ich mal so sagen. Mit interessanterweise einer hexadezimalen Einteilung. Und genug Leitungen, um 4-Bit darzustellen. Die werden noch nicht etwa... Doch, geil, die haben Rastpunkte. Das heißt, es ist tatsächlich für die Einstellung von hexadezimalen Werten. Davon habe ich eine ganze Menge. Nennen wir sie mal 4-Bit-Schalter. Cool. Okay. Hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Jetzt habe ich sowas. Dann hier ja noch ein Dipschalter mit noch ein Dipschalter, so ein hübscher. Okay. Dipschalter haben wir also genug. Dann haben wir hier... was steht drauf? Enk 28J60. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, ein Netzwerkcontroller, dieser Enk 28J60, ein Internetcontroller oder sowas. Dann ein Atmega 8820 PU. Ah ja, okay, das ist ein Atmega 8 mit 8 Kilobyte Flash, würde ich mal sagen. Und davon haben wir hier gleich zwei Mikrocontroller. Ja, die kann man immer gebrauchen. Dann, Michael und ich, wir teilen uns eine gewisse Vorliebe für einen ganz bestimmten Crack-Dealer. Was hat er denn hier? Tja, ziemlich dicke Gleichrichter, würde ich mal sagen. Ne? Hier kommt Wechselspannung rein, da kriegt man hier Plus, Minus und letztendlich Brückengleichrichter. Da habe ich jetzt hier einen ganzen Beutel davon, also wenn ich jemals irgendwie... Spannung gleichrichten muss gerüstet und dann bin ich versorgt. Boah, apropos Gleichrichter und dick. Mama mia, das sind dicke Gleichrichter. Da sind ja allein schon die Leitungen so groß wie Nägel. Auch sehr geil. Also ich glaube, das hier ist dann mehr, wenn ich so Netzspannung regeln will oder mehr. 400 Volt, keine Ahnung. Coole Dinger. Ah ja, hier sind noch ein paar von diesen lässigen 10er-Switches. Mama mia. Was auch immer es ist ganz schön schwer und es ist russisch. Ich, für diejenigen unter euch, die, eine Ahnung haben, was das hier sein könnte, lasst es mich wissen. Ich, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sowjetisch, würde ich mal so sagen. Kann also nicht allzu neu sein. Und das hier sieht irgendwie aus, als wäre das verdammt alt. Dafür ist es aber fast noch zu frisch. Also wenn das da wirklich ein Datecode sein sollte von 1942, das wäre ziemlich krass. Es könnte natürlich auch die 42. Woche 2011 sein, aber dann wäre das wahrscheinlich nicht mit SSSR gemarkt. Also, wenn einer weiß, was es ist, Kommentare. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Ich flipp aus. Also... Diese 10er-Switches sind ja wirklich putzig und von denen... das sind keine 10er-Switches, auch wenn sie so aussehen. Das hier ist ein Riesenhaufen Relais, würde ich mal so sagen. R6, S6, ich bin mir sicher, anhand dessen kann man auch rausfinden, was es ist. Also von den Specs her. Und ganz offensichtlich hier unten die beiden Kontakte für die Spule und hier oben die beiden, die dann geschlossen werden. Und man sieht hier drin sogar recht hübsch die Mechanik, das ist schön, das ist ein... Relais, in dem man sehen kann, was passiert. Das ist doch fein. Und von denen
Habe ich ein paar jetzt. Okay, ich hatte vorher kein einziges Relais in meiner Sammlung, jetzt habe ich echt ausreichend. Noch mehr Teile. Minimotor SA aus der Schweiz. Sieht sehr nach einem Gleichstrommotor an. Fühlt sich auch so aus. Gegebenenfalls auch andersrum. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das klingt sehr befriedigend, wenn man dran dreht. Von denen haben wir hier zwei Stück für die Motorschublade. Gucken, ob irgendwas draufsteht. Minimotor Swissmade 16.3 198/13:1. Ah, das könnte ein Getriebe sein. Eine sehr, sehr starke Untersetzung. Und eine 200. Keine Ahnung. Also, schicke Teile klingen, wie gesagt, endlos genial beim Drehen. Ja, hier 141:1. Und hier diese 19.813:1. Der hat einen deutlich größeren Aufsatz hier oben. Ich würde mal vermuten, gleiche Motoren hier unten. Ja, Plus- und Minuspol sind sogar beschriftet. Zumindest bei dem einen. Faulhaber, made in Germany. Dann sind das wahrscheinlich Getriebemotoren mit ordentlich fetten Getrieben oben drauf. Keine Ahnung, wofür man sowas wohl braucht, aber ne? Das habe ich zumindest mal. Dann, ja, als hätte ich in der Lieferung vom Unterkötter und in der vom Ford noch nicht genug davon gehabt, noch ein paar schöne mit Lötanschluss versehene serielle und parallele Stecker aus der guten alten Zeit, als man noch mit seriellen und parallelen Steckern irgendwas gemacht hat. Aber ich meine, die sind immer noch gut, wenn man Verbindungen mit vielen Pins machen will, die einigermaßen robust steckbar sein sollen. Also die kann ich auf jeden Fall nochmal irgendwie gebrauchen, denke ich. Und dann kommt das, womit wir überhaupt drauf gekommen sind, dass ich hier mal was kriegen soll. Das zeige ich als erstes diese Platinchen hier. Natürlich noch nicht gebohrt. Ja, da darf ich noch bohren, wenn ich sie benutzen will. Schöne Platinen. Und wenn ich das richtig verstanden habe in der Mail, die ich dazu bekommen habe, sind diese Beispiele für das Michaels Edskunst, die übrigens wirklich ziemlich fortgeschritten ist. Das Zeug sieht super aus. Von Kratzern absieht, aber gut, da kann er nichts dafür, sind die Platinen, die man braucht, um das, was ich als nächstes hier ausgrabe, vernünftig anzusteuern. Ich hole das hier mal aus dem Sackerl. Displays. Oh oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist, dass die hier irgendwie was anzeigen. Möglicherweise ist das jetzt bloß durch statische Entladung oder wenn man drauf drückt. Sind auf jeden Fall so ganz Classic 80er Jahre Displays mit ganz vielen Kontakten. Nicht gemultiplex, sondern wirklich jedes einzelne Segment kriegt seine eigenen Kontakte, so wie ich das verstanden habe. Und was bei denen wirklich ganz extrem witzig ist, das ist, die werden mit Wechselspannung angesteuert. Das heißt, man darf da keine Gleichspannung drauf geben, sondern da hat mir der Michael ein Datenblatt auch geschickt. Da muss man mit einem Mikrocontroller oder so eine Wechselspannung erzeugen und damit hier drauf gehen. Sind eigentlich mehr zur Deko und um möglicherweise mal das Abenteuer der Ansteuerung auszuprobieren, als dass man damit tatsächlich konkret was machen könnte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Platinen hier wohl als Controller-Boards für diese kleinen Displays hier gedacht. Ja, kommt von den Pins her hin. Ja, genau. Da kann man dann die kleinen Displays draufstecken und hier unten die ganzen Pins abgreifen und das irgendwie auf dem Breadboard wahrscheinlich auch bringen sogar. Muss ich mir mal näher anschauen. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Im Zweifelsfall ist es Deko. Ja. Was soll ich sagen? Ja, am liebsten mag ich, und das sage ich auch immer, diese Mehlbacken-Pakete, wo Elektroteile drin sind. Und da muss ich wohl heute laut Jackpot schreien, von Relais über Motoren und Logikbausterne bis hin zu diesen krassen Displays und Steckern und allem. Mensch, Michael, da hast du also wirklich alles geschickt. Ich weiß noch nicht, wann ich mich dafür revanchieren kann, aber wenn ich dir mal was schicke, dann muss ich mir wohl echt was einfallen lassen, um das zu toppen. Krasse Nummer, echt. Danke nochmal. So. Danke. Cool. Sehr cool. Epilog mit dem guten Giesinger Bier. Ah, die Münchner unter euch sollten dringend mal in die Giesinger Brauerei fahren. Das ist da
direkt Humboldtstraße da oben irgendwo, guckt einfach im Google Giesinger Brauerei. Wer in der Nähe von Oberhaching ist, also hey Jungs, Birklin, ihr Birkliner, ihr fahrt mal da die Straße, wo es zur Autobahn geht, runter und dann kurz bevor es zur Autobahn geht, rechts rein, da ist so ein Getränkemarkt, der Tremmel. Der hat das Giesinger Bier und das kauft ihr mal, das mögt ihr da, garantiere ich euch. Also hier besonders da der Fochler, der braut doch selber, der kennt sich aus. Egal, aber da geht es nicht drum. Es geht um die ICs, die ganze 74er-Logik, die da dabei war. Ich wollte es vorhin irgendwie auseinanderkruschen und sortieren. Aber ganz ehrlich, da blieb mir eigentlich nur noch der Alkohol. Viele verbogene oder abgebrochene Pins. Und die, die nicht verbogen oder abgebrochen waren, waren so korrodiert. Es lohnt sich einfach nicht für LS-Technologie 74er-Chips da noch großartig viel Aufwand zu treiben. Aber was ich gemacht habe, ich habe sie hier in diesem Beutel gesammelt. Und ich werde damit zu irgendeinem Zeitpunkt ein Kunstprojekt machen. Ich sammle nämlich auch schon seit ewigen Zeiten CPUs. Ich habe da einen riesigen Haufen mit Xeons und Athlons und Pentiums und was weiß ich nicht, was alles für ein Scheiß. Und irgendwann werde ich mal alle diese CPUs und diese 74er-Logik-Chips hier in einem Kunstprojekt verwursten. Das wird total cool. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber es wird total super. Ja, so mache ich das. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, kümmere ich mich hier, gesehen, und schneide das Video noch fertig, dann lade ich es auf YouTube hoch, dann könnt ihr euch das angucken und bis dahin, tschüssing.